6 ist nicht so gut, ne? So wie thank you.
5 Jahre geben wir uns die epische Partie. Nein, ich bin gar nicht dabei.
ohne 28%. Könnte ein bisschen leiser sein, geht das? Ein bisschen krass, oder? Ein bisschen in der Kneipe, ja. Hier würde ich gehen. Oh, Jimmy, könnt ihr ein bisschen leiser sein, bitte? Also wenn ihr
sollte ich merken. Ha 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 ha!
Ja, zoals de seksen wat is toch helemaal tot hem tot ons te komen in de regio. Könnt ihr ein bisschen ruhiger sein, es ist wirklich, hallo, Jimmy, also du bist so laut, okay, wir müssen uns, also ich muss mich konzentrieren. Ich habe mich entschuldigt, okay. Ja, ich weiß, aber dann halte ich dich doch. Es kommt ja nicht mehr vor, okay? Ja, das will ich hoffen. Ich auch. Ich habe nichts gegen Spaß, aber das füllt den ganzen Raum. Bist du am Verlieren? Das hat damit gar nichts zu tun übrigens, ja? Ja.
Das ist eine Zumutung für alle anderen. Tut mir leid. Du bist ein bisschen Spaß, muss auch dabei sein. Ja, ein bisschen, aber das ist too much.
gedoppelt, oder? War gedoppelt? Ich verstehe nicht. War gedoppelt? War einfach, ja. Okay. Ja, war einfach. Gott sei Dank, sonst wäre ich vorbei. Er hätte Becken erwarten müssen. Dann wäre vorbei gewesen. Thank you.
Thank you.
Du bist schön piss, ja. Was hast du Berlin? Beide essen? Beide mit Beide essen sind, ja. Okay. Wer essen will, bitte vorkommen. Aber ja, thank you.
Yes, 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 thank you. Hast du jetzt eine Schorle? Ich habe jetzt eine Schorle, ja. Die vom Dirk nachher noch mal. Aber ist ein anderer Bein. Ich weiß nicht, wie der Abend liegt. Vor einem halben Jahr, vor einem Jahr. Ja. Hast du schon gehabt? Ja. Das ist immer so. Immer dieselbe Scheiße. Ich hab das noch nie erlebt. Du kennst das gar nicht. Ich gewinne sobald ich auf Gewinnkurs bin, solange ich auf Gewinnkurs bin, sind alle Spiele durchgegangen. Also Otto, ich muss dir eins sagen, ich habe meinen Sohn gesehen mit kurzen Haaren. Ich hab fast die Herzen. Oh, und dann hast du gleich viel besser geschlafen. Nee, hast du gedacht, wenn du groß bist, willst du genau so aussehen. Der sind doch nochmal was anderes. Also muss ich ganz ehrlich eins sagen. Jetzt, die waren ja komplett abrasiert. Also jetzt, wo die Mütze ein bisschen mehr ist und passend zum Bart, so ein Übergang geht es wieder ein bisschen. Aber das andere hatte ich besser gekleidet, fand ich aus. Schön kahl rasiert und dann mit dem Seitenkappe und oben der, die Mütze gekriegt.
Zähne schön. Ich glaube, ich gehe jetzt rum, ich gehe eine Runde schlafen. Knacken? Aber Wellness, Wellness. Oh, gute Idee. Keine schlechte Idee. Du meinst, du gehst in Wellness ganz schön und dann legst du dich da in den Wohnraum und dann gehst du schön frisch ins Gipsen. Geh schlufi, schlufi, schlufi. Hallo, mein Samstag. Kennst du die Besitzerin von Gipsen eigentlich? Ja. Ist der Klippstein noch dabei? Ja, natürlich. Ja. Den kenne ich schon ewig, seitdem er 17, 18 ist. Der Klippstein, der ist der Besitzer, einer der Hauptbesitzer. Der haben sie so mit 18, 19 den Fuß abgefahren. Aber war Motorradunfall. Ich habe schon alles mitgekriegt. Das ist ja schon, wie lange sind wir alle sind denn mit 50? Der ist jetzt so mein Alter. Ja. Hat auch am 24. Geburtstag. Ist das nicht unter anderem der Rosen aus dem Jahr, der sich zum Beispiel gleich wieder mitgenommen ist, auch mitgesetzt hat? Nein, der kann man nicht böse. Der heißt auch ich manchmal so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die beiden. Geführt und dann gegen die. Ich meine, die haben natürlich auch ein riesiges Ding aufgebaut und zwar so ein bisschen der Schminkner als Hotelkaufmann, wo er gelernt hat, nichts hatte. Und ich muss sagen, das ist eine Frau. Die fing ja mit dem Nightcaller da, mit dem ersten, da mit dem. Ich weiß nicht, also nicht was das ist. Der Hauptfinanzier ist das Ausbringlich aus New York. Aber wir reden gerade von Gipsen, wir reden nicht. Achso, Entschuldigung, wir haben ist dann der Basti, den ich kenne, Mitbetreiber oder Geschäftsführer? Geschäftsführer und derjenige, der Kopf ist. Ja. Da gibt es halt Partner. Partner wie der Klippstein, der Krippi, der macht ja die Finanzen. Das Management und alles drum und dran. Und dann läuft alles irgendwie von selbst. Der ist ein Büro, zusammen. Und nicht nur, dass er kommt extrem steht, dann hat er die Würfel eben auch mal. Und dann zeigt er, wie er auf seiner Seite, dann gewinnt er eigentlich jetzt ein Turnier. Aber dann ist es auch alles von früher. Weil er war immer ganz eng mit meinem Cousin. Außer schon 35 Jahre. Manuel Busch. Manuel Busch, den kennt ihr auch. Früher war ja die Familie Busch. Bei der Adler von Richtig, da hat die mitgegründet, der Mann. Ja. Das ist auch so ganz toll. Ich war ja früher mit der ganzen Adler von Abteilung weiter zusammen. Das war in Köln, war noch Kölner Zeit. Hat der Junge mit dem Jens, wo der Vater Feuerwehrchef war. Jens, weiß ich nicht mal, wie der hieß. Der Manuel ist ja. Und da gab es die Buschbrüder. Ja, das kommt. Ist der auch mit dem von den Buschbrüdern. Der Andreas und der Matthias, die Zwillinge. Die Buschbrüder, die haben mit dem Kadettenjagd von den ganzen Mutterleben geklaut. Ich weiß nicht, wie auch ich weiß noch, wo die DDR da aufging damals. Die großen Mobiltelefone, die haben die zu Hunderten und alles darüber. Die haben die alle geklaut. Die haben die alle aus dem Auto. Ich kann nur dorthin und dann. Der Manuel, der hat gerade eine Woche Zeit. Ich bin auf zwei der drei Mal verteilt. Eine Runde von dir fährt mit. Fliegen wir montags wieder eine Runde nach. Als dein Bruder gestorben ist, aber der 13er, 14er, wollte ich ihn sogar zu mir nehmen. Ich habe es aber nicht gemacht. Ist das eine Woche? Das wäre nicht gut gegangen, weil da war er und sein Bruder noch klein waren. Die 5 oder 6, weiß nicht, hatte ich schon vorher da so rumgeschmissen. Du brauchst doch auch deine 1200 Euro anstatt. Den haben sie schon geschossen, der wollte jeden mehr retten. Den haben sie schon geschossen, der wollte immer jeden retten. Das war sein Metier. Fahren wir runter nach Polis und mehr. Das gehört aber rein. Wie ist der Knutstein da reingekommen? Weil er hat ja früher noch, wir kennen ihn noch, da war er, wie gesagt, 17, 18, da ist er da auch. Wir haben ja irgendwann mal dieses Gipsen gegründet. Irgendwann war er, da haben sie angefangen. Da haben sie Investoren mit reingenommen. Da haben sie Leute mit reingekommen, Geld hatten. Dann haben sie höher für ausgezahlt. Und dann haben sie im September, die letzten drei Jahre, aber schon mal Ende September. Er war ja noch ganz jung, der Pierre, da hat er mal einen Wallet, kennst du einen Wallet auch? Hat er mit dem Weg zusammen da so ein Dienstding gemacht, mit Freunden sein, weil er so alle Wallets hat. Wenn du mir den jetzt aber zeigen würdest. Dann kriegen wir plötzlich wieder. Ich hab mal gesehen, wo er gespielt hat. Ja, das ist schnell. So wie ein Schiff ist der Rick Warner gegen die Wallet. Aber das war insgesamt ein Paket, der hat natürlich gemacht.
passt doch wirklich. Merkt man den jetzt eigentlich an den Pferd beim Laufen? Der spielt ja nicht am besten schon mehr. Ja, das war das. Aber wie gesagt, ich kenne Jäger, die haben das Ding dann schon am Mann.
Wenn du glücklicherweise genau in deinem Revier wohnst, dann kannst du mit dem Ding aus dem Haus gehen. Aber ich höre die ganze Zeit, dass ich erstmal 30 Stunden im Auto fahren muss. Dann hast du natürlich ein Futteral, wo du das Gewehr drin hast. Abgeschlossen. Also ich will ja jetzt nicht mal weitersprechen, weil das hier wird ja aufgezeichnet. Ne? Und du nimmst auch das Ding dann. Damit die Rehe nicht erschrecken, na klar. Natürlich. Sag mal, einmal, wie ist das? Als Jäger darfst du mit Schalldämpfer verschießen. Als Jäger. Ohne Problem. Genauso wie ich auch einen Vorsatz habe mit Wärme. Wärmebild, ja. Als Jäger auf dem Zielfernrohr. Ist alles anders. Als Jäger darfst du, als Sportschütze darfst du gar nichts. Als Sportschütze darfst du kein Schalldämpfer benutzen. Na, du darfst schon mal ein Massaker machen. Das geht schon. Du hast halt alles in deinem Eigentum. Irgendwann alles steht. Genau, alles in deinem Eigentum hast du hier. Alles in deinem Eigentum. Jawohl, alles. Nee. Das Problem ist, du hast dann teilweise, darfst du schießen, wir ja dann auch mit diesen Werkzeugen, kannst du ja sportlich schießen, aber da musst du so dann vorher Schalldämpfer rausmachen, weg.